Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zur Folge 297. UFOmann spielt Minecraft. Wir haben heute Sonntag, den 29.12. Und ich habe jetzt mal, um hier ein bisschen Schwung reinzubringen in die Let's Play Dingsbums. Hab ich. Oh, wir müssen gleich schon wieder schlafen gehen. Und hier ist ein ungebetener Gast, der natürlich wieder mal mit uns handeln will. Jo, und um ein bisschen Schwung reinzubringen, habe ich jetzt eine komplett neue Playlist. Das wurde mir irgendwie langsam langweilig, obwohl mir diese Lieder von Kevin MacLeod alle total ans Herz gewachsen sind. Haben wir jetzt mal eine neue Playlist. Ich hoffe, das bringt so ein bisschen... Oh, ein Haufen Truhen. Das bringt so ein bisschen Pep. Letztens hatte jemand in die Kommentare geschrieben, UFOmann, mach doch mal mehr Pep in deine Videos. Da hast du den Pep. Hör dir an. Baby, gib mir den Pep. Das ist der Pep. Das ist der Pep. Oh yeah, der Pep, Baby. Gib mir den Pep. Jo, und wenn ich an die Lieder hier alle auswendig kenne, aus dieser neuen Playlist, dann werde ich auch wieder mehr mitsingen. Nicht zu viel, aber ein bisschen schon. Ist ja immer wieder amüsant. So, der Plan. Das gefällt mir gar nicht. Hier müssen Fenster rein. Geht aber nicht, sehe ich gerade. Oh, das sieht nicht. Das sieht nicht aus, wenn ich hier Fenster reinmache. Mann. Aber hier. Oh nein, da auch nicht. Oh, ein Golem. Mama. Der Golem kam in der Nacht, um mich zu fressen. Yeah, yeah. Mama. Der Golem kam in der Nacht, um mich zu fressen. So, hier will ich, warte mal. Gott, wie unsymmetrisch das alles ist. Wie unsymmetrisch. Hier machen wir noch Fenster rein. So. Aus hellblauem Glase. Und hier auch. So. Ich hoffe mal ganz stark, dass du da nicht durchpasst, du Lümmel. Mama! Der Golem kam durch die Tür. Mama! Der Golem kam durch die Tür. Yeah! Mir auch scheißegal, wie peinlich ich bin, meine lieben Freunde. Ich singe hier einfach weiter. Da gab es ja auch schon Anmerkungen von wegen, du kannst ja gar nicht so gut singen. Natürlich kann ich nicht gut singen. Ich singe total scheiße. Aber es ist egal. Ich singe trotzdem. Nehmt euch mal ein Beispiel dran. Meine lieben Freunde. Ich bin aber so arrogant zu behaupten, dass ich ein gewisses Gefühl für Musik habe und für Rhythmus. Ich kann tanzen. Ich kann auch singen. Ob ich gut singen kann oder gut tanzen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt, weil gut, was gut und schlecht ist, definieren wir ja wir Menschen. Und was für den einen gut ist, ist für den anderen schlecht. Und für, ich dachte, es sind hier die Sortierkisten und für den nächsten wieder gut, womit wir schon bei den Gutmenschen wären. Ich werde mal die heutige Folge, werde ich nennen, die Gutmenschen oder sowas in der Richtung. Mir gleich mal eine kleine Notiz machen. Gutmenschen. Genau, reden wir heute doch mal über die Gutmenschen. Wer von euch die Gutmenschen noch nicht kennt, dem kann ich ja mal was über die Gutmenschen erzählen. Ihr kennt ja alle die bösen Menschen oder die schlechten Menschen oder die bösen Menschen oder die wütenden Menschen. Ey, Alter, wo ist denn hier jetzt meine... Ich habe alles gesammelt, Kiste. Bin ich blind? Hier ist sie doch. Aber da ist doch kein hellblaues Glas drin, Mama.
Aber mein Kind, das hellblaue Glas ist doch bestimmt in einer anderen Kiste. Nein, ich habe keinen Bock, das zu suchen. Und hier ist ja Lapis drin, wa? Genau. Und wir brauchen ja nur eins, zwei Lapis. Wir machen uns jetzt einfach mal... Wobei, mit Lapis kriegen wir kein hellblaues Glas. Dazu brauchen wir noch Knochenmehl. Ja. So. Und so. Wir brauchen Knochenmehl. Jo, und die Gutmenschen, das sind eben diese guten Menschen. Was sehr interessant ist an den Gutmenschen, ist, dass die Gutmenschen von sich selbst auch behaupten, dass sie gut sind. Das macht einen Gutmenschen aus. Ein Gutmensch, habe ich doch hier schon hellblauen Farbstoff, ein Gutmensch erzählt viel davon, wie gut er ist. Und wie gut das alles ist, was er macht und wie glücklich er ist und wie richtig das alles ist. Alles, was ein Gutmensch macht, ist richtig. Gutmenschen sind einfach gute Menschen. Guten Menschen, die haben verstanden, wo der Hase langläuft. Die wissen, was man essen muss, was man trinken muss, wie man sich verhalten muss, um gut zu sein. Ja. Das sind die Gutmenschen. Gutmenschen machen auch viele gute Sachen. Gutmenschen haben keine schmuddeligen Gedanken. Ich natürlich auch nicht, weil ich bin ja ein Gutmensch. Ist ja klar, wie ihr auch. Und ja, guck mal. Ja. Ja, finde ich sehr gut. Gutmenschmäßig halt. So, machen wir es hier noch weiter. Eine noch. Einen haben wir noch. Was könnte ich noch erzählen über Gutmenschen? Gutmenschen haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die werden euch immer sagen, was los ist. Guck mal, hier will ich aber auch noch ein Fenster haben. Oh, die sind ja bei mir. Oh, jetzt kommt hier da. Oh, yeah, baby. Yeah! Scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Komm, jetzt hört auf, ja? Jetzt nicht hier, komm, ja, nicht rumheulen jetzt hier, weil er hier scheiß die Wand ansingt. Denkt mal bitte an den allseits verehrten Meister Gronkh, ja, da geht das eigentlich nur so. Ich finde ja Gronkh gut. Kann ich so auch mal scheiß die Wand ansagen. Ich alter verklemmter Spießer. Scheiß die Wand an. So. Ja, scheiß die Wand an, Baby. Guck mal, das sieht doch... Wie sieht denn das aus? Sieht das gut aus? Ey, Leute, ey, haut ab hier. Mist, muss ich hier Eisentüren bauen oder was? Bin ich mir... Das sieht ja... Sieht das doof aus oder sieht das gut aus? Naja, ich lasse es erstmal so. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus für meine Begriffe. Scheiß die Wand an. Oh, da habe ich ja wieder Stoff zum Singen hier. Oh yeah, baby. Pflasterstein, okay. Jo, dann erzähl ich mal was anderes. Ach so, die Gutmenschen, die haben wir jetzt durch, wa? Lohnt sich es dann überhaupt, die Folge Gutmenschen zu nennen? Das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach mit den Gutmenschen. Gutmenschen sind doch immer gut drauf, ja? Gutmenschen, die mögen auch nicht, wenn die Bösmenschen immer so viel rumheulen, ja? Die sagen dann, du, die Welt ist doch wunderschön. Guck mal, wie schön, die Sonne geht auf, ach ist das schön. Hörst du die Vögel zwitschern?
komm, lass uns doch nen Apfel essen. Die Welt ist so gut und wir sind es auch. Doch es gibt auch andere Menschen, die sehen's nicht so wie wir. Das sind keine Guten, so wie wir. Ich brauch mehr Cobblestone. Doch es gibt auch andere Menschen, die sind nicht so gut wie wir. Doch nimm dir eins zu Herzen, mein Freund. Und zwar, die Welt ist wunderschön. Die Welt ist wunderschön. Die Welt ist wunderschön. Die Welt ist nicht schön. Nein, sie ist nicht schön. Die Welt ist nur schön, wenn wir träumen. Denn die Welt, die ist nicht schön. Sie ist nur schön, wenn wir träumen. Doch die Welt ist schön, mein Freund, glaub's mir. Oh, jetzt wird schon wieder dunkel. Oh, jetzt werde ich selber gerade ein bisschen rot, wie peinlich das hier ist mit meiner Singerei. Ich bin ja hin und weg hier mit den neuen Titeln. Ich habe die jetzt im Prinzip nur einmal gehört, wo ich die mal kurz rausgesucht habe. Oh, schnell ins Bett. Oh, das ist ja hypermodern aus unser Häuschen da. Wenn man sich vorstellt, dass das mal so ein Minecraft-Putz war, ey. Die Welt ist wunderschön. Genieße sie jeden Tag. Und sage nicht, dass Arbeit doof ist. Nein. Jo, das war das Thema mit den Gutmenschen. Ich hoffe jetzt, dass keiner von euch jetzt hier irgendwie sich auf den Schlips getreten gefühlt hat. Ihr wisst doch alle, was ich meine, ha? Kann man gar nicht, so viele Gutmenschen werden jetzt auch gar nicht hier sein unter meinen Zuschauern, denke ich mal. Weißt du? Bei einem Gutmensch, da fällt mir auch so ein, der Spruch, wer frei von Sünde ist, schmeiße den ersten Stein. Gutmenschen sind ja auch sündenfreie Menschen. Gutmenschen haben auch meistens auch noch nie irgendwas falsch gemacht oder was Böses gemacht. Was anderes sind diese Art von Gutmenschen, die im Prinzip früher böse Menschen waren und dann Gutmenschen geworden sind. Das ist schon wieder was anderes, weil die haben sich durch bestimmte Lebenserfahrungen ja geändert. Die können auch stolz darauf sein. Aber es gibt halt auch diese Menschen, die von Geburt an gut sind, ja. Die sind da auch überzeugt von. Ich zum Beispiel bin nicht so. Ja, oh, ich benutze die ganze Zeit meine Behutsamkeitsspitzhacke. Guck mal, da kann ich den Felsen ja wieder zubauen, als wenn ich nie hier gewesen wäre. Wie cool. War hier UFO-Mann? Nö, siehst du hier irgendwas? Kannst du irgendwas sehen, was darauf hindeutet, dass UFO-Mann hier war? Nö, ich sehe hier gar nichts. Oh, guck mal, was für ein Labyrinth. Wir rennen durch das Labyrinth. Ey, ich finde das totale Verschwendung, dass ich hier die ganze Zeit Steine abbaue. Ich brauche die gar nicht. Ach, was für schöne Musik. Ach, was für eine schöne Welt. Auch als Nicht-Gutmensch kann ich diese Welt schön finden. Ich versuche natürlich auch ein guter Mensch zu sein. Im Rahmen meiner Vorstellung, was ich für einen guten Menschen halte. Und jetzt schreibt nicht in die Kommentare, ja, was hältst du denn für einen guten Mensch? Machst dich lustig über die guten Menschen und bist ja gar kein, oder so, wa? Nee, es schreibt ja keiner in die Kommentare. Das schreibt keiner in die Kommentare, so. Jetzt wollen wir hier eine stinknormale Spitzhacke haben. Oh nein, jetzt haben wir die nicht. Warte mal, so. Und die gute hier, die heben wir uns mal auf, die Behutsamkeitsspitzhacke.
Weil ich will jetzt normale Steine. Und jetzt kann ich euch aber... Och Mann, ey, mit diesem Gutmenschenzeug, da habe ich euch ja jetzt echt abgenervt. Tut mir leid. Ich werde jetzt mal anfangen mit Cobblestone abbauen. Und dabei werde ich euch mal erzählen, was ich so vorhabe hier demnächst. Ich habe gesehen heute gerade, Gronkh hat heute eine Folge rausgebracht, wo es wieder mal um die Thematik ging. Hat man überhaupt noch Lust, Minecraft zu machen? Oder, naja, Lust schon, aber dass hier irgendwann die Luft raus ist, ja. Und es gibt so viel schöne neue Spiele. Und er ist gerade mit Starbound da hin und weg und hat dann nur noch Lust, das zu spielen. Und hat halt so ein Gefühl, dass bei Minecraft schon alles getan wurde und dass die kleinen neuen Änderungen halt wirklich nicht den Kick bringen. Und wenn man dann irgendwann alle vorstellbaren Gebäude und Bauernhöfe und Straßen und Plätze gebaut hat und alle möglichen Abenteuer durchprobiert hat und alle möglichen Inszenierungen gemacht hat für seine lieben Zuschauer, so wie der Herr Gronkh es durchaus gemacht hat, was Minecraft betrifft, da geht einem natürlich Luft aus. Und das kann ich verstehen. Ja? Das heißt ja nicht, dass er nicht keine Ideen mehr hat, aber die Überlegung ist halt wirklich, ob man 100% seines Potenzials ins Minecraft-Let's Play steckt. Wobei es bei Gronkh natürlich auch ein Produkt ist. Es ist ein Produkt von ihm, was er verkauft auch, im Prinzip. Wovon er ja auch, was er ja selber auch, wo er zu steht, wovon er ja auch lebt und was eine ganz tolle Sache ist. Das würde ich selber gerne davon leben können. Und, jetzt bin ich schon wieder abgeglitten. Nehme ich die Kohle noch mit? Nö. Ich nehme ja noch ein paar Steine mit. Und... ja, da muss er sich halt überlegen, wa? Da muss er mal gucken, weil deren Einschaltquoten, wenn die dann sinken, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die von Mike, er hat so viele Fans, die wirklich das auch gar nicht wollen, dass er aufhört. Naja, dann hat er überlegt, ob er irgendwas anderes macht, was auch, aber auch mit Minecraft zu tun hat und naja, er ist da ein bisschen hin und her gerissen. Und ich hatte ja jetzt... ich weiß nicht, ob ich das in der gestrigen Folge erzählt hatte. Ich habe ja auch gerade so ein kleines Minecraft-Tief. Aber ich habe da so ein paar aufmunternde Kommentare bekommen. Deshalb habe ich jetzt hier auch die neue Playlist, um mich selbst mal ein bisschen wieder anzuschubsen. So, Steine haben wir jetzt mehr als genug. Wartet mal, ich trinke mal kurz einen Schluck Aufputschmittel. Ich habe es ja 2-3 Mal mit einem Energy Drink probiert, hatte ich euch ja erzählt. Da passiert ja irgendwie gar nichts. Also, jo, und dann trinke ich halt wieder Kaffee. Oder jetzt im Moment trinke ich gerade ein Getränk, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Weil, das wäre Schleichwerbung, ja. Schwer Werbung für Coca-Cola. Und das wollen wir ja hier nicht machen. So, weil Coca-Cola ist ja, keine Ahnung, ist irgendwas so... ey, komm mit Cola, da müsste man jetzt mal einen guten Menschen fragen. Der würde mir schon erklären, warum man Cola nicht trinken soll. Ja, nicht nur wegen dem ganzen Zucker, sondern auch wegen der... wahrscheinlich ist Coca-Cola verantwortlich für den Irakkrieg, würde mich nicht wundern. Das meine ich jetzt aber nicht nur sarkastisch, sondern nur ein bisschen. Weil, ja, die könnten tatsächlich verantwortlich sein für den Irakkrieg. Oder in Rüstungsgeschäfte verwickelt sein oder irgendwas. Das ist bei den großen Riesenkonzernen, die hängen ja alle irgendwie damit drin. Warum ist... das ist ja eine Architektur hier, wa, Alter? Ey, Alter, kick mal die Architektur. Oh, cool. Bin ich jetzt ja nicht so begeistert von. Ich mach mir mal noch ein paar Treppen...
Nee, die helfen ja auch nicht. Leitern wären gut. Ich mach mir eine Leiter, damit ich aufs Dach komme. Und dann mache ich mir noch Eisentüren, damit die Dorfbewohner hier nicht reinkommen, oder? Oh, Leute, die Folge ist vorbei. Ich muss mich an der Stelle... Oh, wir müssen ja auch noch Tränke basteln. Ach Gottchen, so viel gibt's noch zu tun. Ey, guck mal, wie geil hier der Trog aussieht. Mit so einem Pentagramm. Ist ja abgefahren, ey. Ohoho, da war aber das Brau, Hexenbräu. Da war aber das. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder. Ich sag an dieser Stelle mal auf Wiedersehen.